Am 6. Mai 1901 wurde in Dresden-Loschwitz die erste Bergschwebebahn der Welt in Betrieb genommen. Unsere alte Dame, wie die Dresdner liebevoll sagen, wurde wie ihre Schwester in Wuppertal von dem Ingenieur Eugen Langen konstruiert. Sein Patent über ein Einschienenbahnsystem war die Grundlage für eine noch heute beeindruckende technische Leistung. Aber welche Gründe gab es seinerzeit, ein so aufwendiges und technisch anspruchsvolles Bauwerk zu schaffen? Im Jahre 1896 wurde die Stanzelbahn zwischen dem Körnerplatz und dem Weißen Hirsch in Betrieb genommen. Damals erfuhr der Weiße Hirsch wie auch der Körnerplatz einen wirtschaftlichen Aufschwung durch die bessere Verbindung. Ja, kurz darauf wurde auch die Albertbrücke, das heutige Blaue Wunder, gebaut. Und es entstand damals schnell der Wunsch, auch die andere Seite der Höhe, also die rechte Höhe des Loschwitzgrundes, mit einer Bahn zu erschließen. Es fand sich auch schnell eine Bau- und Betreibergesellschaft, die die Schwebebahn errichtet hat, hinauf nach Oberloschwitz, die dann im Jahre 1901 in Betrieb genommen werden konnte. Später sollte auch noch eine Bahn nach Dresden, ja sogar bis Tharandt führen. Das Projekt scheiterte aber, weil man sich nicht über den Streckenverlauf einigen konnte. Es waren auch Bahnen nach dem System von Eugen Langen in Hamburg, Wien, Paris, New York und sogar eine Überlandbahn von Leipzig nach Halle geplant. Außer aber der Bahn in Wuppertal wurden sie überall abgelehnt. Die 1979 wegen Baufälligkeit abgerissene Gaststätte Loschwitzhöhe erhöhte die Fahrgastzahlen ähnlich wie der Luisenhof bei der benachbarten Stanzelbahn. Ursprünglich sollte die Strecke jedoch gerade verlaufen. Ja, leider gelang es der damaligen Betreibergesellschaft nicht, dass benötigte Grundstück unten an der Pillnitzer Landstraße zu erhalten. Deswegen hat die Bahn im unteren Abschnitt eine kleine Kurve. Dem geneigten Betrachter wird bei dem Anblick der Bahn gewahr, dass hier ein Juwel der Ingenieurskunst geschaffen worden war. Die Streckenlänge beträgt 274 Meter. Dabei überwindet die Bahn einen Höhenunterschied von 84,2 Metern. Bei dieser Bahn, es handelt sich ja um eine klassische Einschienenschwebebahn, ist die Fahrschiene über dem Wagenkasten angebracht. Die Fahrschiene ist wiederum auf einem Fahrbahnträger gelagert und dieser wird von insgesamt 33 Stützen in seiner Lage fixiert. Dabei ist eine Stütze, die Stütze 24, im oberen Drittel der Bahn die Feststütze. Alle anderen sind Pendelstützen. Das bedeutet, sie gleichen Längenänderungen des Fahrbalkens, der Fahrschienen aus bei Temperaturunterschieden. Sie verfügt in der Bergstation über eine stationäre Antriebsmaschine. Über diese Antriebsmaschine wird das Zugseil gelegt. Es ist 410 Meter lang, 38 mm stark. An den beiden Enden des Seiles sind die beiden Wagen befestigt. Wir ziehen dabei einen Wagen zu Berg und der andere wird als Gegengewicht wieder zu Tal abgelassen. Die Bergstation, welche durch ihre markante Architektur ins Auge fällt, beherbergte früher die 259 Kilowatt Dampfmaschinen, natürlich mit den dazugehörigen Schornsteinen. Um ein industrieähnliches Aussehen zu vermeiden, wählte man die turmartige Lösung, welche beide geschickt verbarg. Die Talstation dagegen wurde im Renaissance-Stil errichtet. Verabschieden wir uns nun von der alten Dame und hoffen, dass sie uns noch mindestens weitere 100 Jahre erhalten bleibt.